This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Band 1, Ursprung und Organisation der Inquisition, Kapitel 12, ist das nächste, mit dem wir uns heute beschäftigen. Diese Lesung, zu der ich euch ganz herzlich begrüße, im Namen des Herrn Jesus Christus und unseres Vaters im Himmel. 12. Kapitel ist getitelt Das Urteil. Da geht es um Buße, nicht Strafe. Verschiedene Grade der Buße, verschiedene Bußen. Da geht es um Geißelung. Ich weiß nicht, ob es hier auch um Selbstgeißelung geht, das ist aber ein ganz interessantes Thema, vor allen Dingen, wenn man sich mit der Geheimgesellschaft Opus Dei beschäftigt, eine Untergesellschaft der Jesuiten, nenne ich es mal, die da sehr viel Erfahrung drin haben. Pilgerfahrten. Da kann ich euch jetzt schon zu sagen, was damals die Pilgerfahrten waren, das nennen wir heute in Urlaub fahren. Das hängt damit zusammen. Das ist ganz, zwischen Anführungszeichen, lustig, solange überhaupt irgendetwas in dieser Welt lustig sein kann. Aber das werden wir mal sehen, ob ich da später noch Kommentare zu geben, wenn wir soweit sind. Es geht um Kreuzzüge nach Palästina. Es geht um das Kreuztragen. Es geht um Geldstrafen und Umwandlung, nicht erfüllte Bußen, Bürgschaft, Missbräuche, Bestechung, Erpressung, Zerstörung von Häusern, willkürliche Strafen, Gefängnisstrafe. Und zwar Streitigkeiten über die Unterhaltungskosten für die Gefängnisse, Behandlung der Gefangenen, verhältnismäßige Häufigkeit verschiedener Strafen, Milderung von Urteilen, Freilassung, doch nicht Freisprechung der Büßer, Strafen der Nachkommen, also nicht nur als Heretiker wird man bestraft, sondern auch noch die Nachkommen werden darüber bestraft, und die Exkommunikation durch die Inquisitoren. Dann sind wir angekommen auf Seite 560 und wir beginnen auf Seite 512 und das beinhaltet das 12. Kapitel dieses Buches. Das Urteil. Die Strafbefugnisse der Inquisition beruhten auf einer Vorstellung, die man verstehen muss, wenn man vieles von ihrer Tätigkeit richtig würdigen will. Theoretisch
hatte sie keine Gewalt, Strafen aufzuerlegen. Vielmehr bestand ihre Aufgabe allein darin, die Seelen der Menschen zu retten, sie auf dem Weg des Heils zurückzuführen und denen, die nach verlangten, heilsame Bußen aufzuerlegen, ähnlich wie es der Beichtvater seinen Beichtkindern gegenüber tut. Nun, an diesem Satz, so wie er hier geschrieben steht, sehen wir schon, dass etwas ganz fürchterlich verkehrt ist. Die Aufgabe der Inquisition bestand nicht darin, Strafen aufzulegen, das stimmt, weil deswegen heißt Inquisition ja auch im Grunde nur Befragung. Ja? Das hat ja nichts mit Folter und Verurteilung und Tod zu tun, sondern es hat eigentlich damit zu tun, dass man eben befragt wird. Und gegen eine Befragung ist ja nichts zu sagen. Das Problem ist, wenn dem Befrager nicht gefällt, was er hört, dass dann andere Maßnahmen ergriffen werden und das führt zu dem, was wir heute Inquisition nennen. Theoretisch, sagt der Autor, hatte die Inquisition keine Gewalt, Strafen aufzuerlegen. Sie hat ja auch deswegen die Strafen von der weltlichen Gewalt ausführen lassen. Die Kirche selber hat die Strafen nicht durchgeführt. Die Kirche hat verurteilt und hat dann die Menschen der weltlichen Gewalt übergeben und die weltliche Gewalt hat dann die Strafen ausgeführt. Vielmehr bestand ihre Aufgabe allein darin, die Seelen der Menschen zu retten. Ja, aber die römisch-katholische Kirche, die Kirche des Teufels, kann keine Seelen retten, sie kann nur Seelen verdammen. Deswegen ist sie die Kirche des Teufels, die sich ausgibt als christlich, die aber nicht christlich ist, die sich ausgibt als göttlich, die aber teuflisch ist. Ihre Aufgabe bestand allein darin, sie auf dem Weg des Heils zurückzuführen. Eben die römisch-katholische Kirche führt die Menschen nicht zurück in den Weg des Heiles, sondern sie führt die Menschen auf den Weg der Verdammnis. Aus ihrer Sicht natürlich nicht, weil die römisch-katholische Kirche ist davon überzeugt, dass sie Gottes Wort tut. Wobei, wenn sie sich Gottes Wort anschauen würde, sie ganz deutlich merken, dass sie den Gott gar nicht repräsentieren kann, den sie zu repräsentieren vorgibt hier auf dieser Erde. Wenn jeder Mensch, der sich katholisch nennt, mal die Bibel in die Hand nehmen würde und seriös lesen würde, würde er sofort merken, was mache ich eigentlich in der Kirche? Das ist nicht Gottes Kirche. Das haben die ganzen Protestanten vor uns ja auch erfahren müssen, als sie aus der Kirche herauskamen. Menschen wie Luther, um jetzt nur mal einen zu nennen, den berühmtesten, in Deutschland am bekanntesten. Aber es geht ja um so viele, es geht um Wycliffe und Tyndale und Mortimer und Latimer und ich kann sie gar nicht alle aufnennen. Ich würde auch immer viel zu wenige nennen, aber all diese ganzen Menschen sind aufgewacht, eben weil sie die Heilige Schrift in den Händen hielten und gesagt haben von Moment, das steht hier, das lehrt meine Kirche, das ist nicht dasselbe. Und dann sind sie erst zu dem Entschluss gekommen, dass sie im Grunde der Kirche des Antichristen dienen. Wenn man die Bibel nicht liest, kann man das nicht wissen. Dass der Autor das hier schreibt, ist ja vollkommen richtig. Er schreibt es ja aus der richtigen Sicht. Ja? Ich will den Autor ja jetzt gar nicht hier beurteilen mit dem, was er hier schreibt. Man kann das Buch ja gar nicht anders schreiben. Aber ich möchte gerne sagen, auf der einen Seite lese ich das, was hier geschrieben steht. Auf der anderen Seite möchte ich es für diejenigen, die nicht so mit dieser Geschichte bewandert sind, deutlich erklären, was man eigentlich darunter verstehen müsste. Ihre Aufgabe bestand allein darin, die Seelen der Menschen zu retten. Ja, das ist die Aufgabe, die sie sich gesetzt hat. Aber damit verflucht sie die Seelen der Menschen und schickt sie in die Verdammnis. Sie schickt diese Seelen nicht auf den Weg des Heils zurück, sondern sie führt diese Seelen auf den breiten Pfad der Verderbnis. Und diese Seelen verlangen danach heilsame... ich zerstückel den Satz, sondern ist das schwierig, jetzt das richtig zu formulieren. Ja? Also, auf den Weg des Heiles zurückzuführen und denen, die danach verlangten, heilsame Bußen aufzulegen. Also, wenn dann die Menschen, die vom angeblich einzig wahren Glauben, den die römisch-katholische Kirche lehrt, abgekommen sind, danach verlangten, zu diesem Glauben zurückzukehren, dann muss man ihnen heilsame Bußen auferlegen, weil ohne, dass man jetzt nicht nur mündlich bekennt, sondern auch noch anderweitig sehen lässt, dass man bereut, akzeptiert die römisch-katholische Kirche das nicht. Dafür sind diese Bußen da. Ähnlich wie es der Beichtvater seinen Beichtkindern gegenüber tut. Also wenn derjenige, der die Beichte abnimmt, was schon mal eben biblisch falsch ist, weil
In der Bibel steht nicht drin, dass wir unsere Sünden einem anderen Menschen bekennen müssen, sondern in der Bibel steht drin, dass wir unsere Sünden unserem Vater im Himmel bekennen müssen und dass wir durch das Gebet, durch Jesus Christus an unseren Vater zu richten, wir auch von unseren Sünden befreit werden, weil Jesus hat die ewige Gerechtigkeit eingeführt, als er in der 70. Jahrwoche, in der Verfüllung der 70. Jahrwoche aus Daniel Kapitel 9 am Kreuz unsere Sünden für sich auf sich genommen hat. Ja? So müssen wir das machen. Wir müssen nicht zu Menschen gehen und beichten, sondern wir müssen zu Gott gehen und beichten. Ja? Ähnlich wie es der Beichtvater seinen Beichtkindern gegenüber tut. Der Beichtvater sagt zu den Beichtkindern, ja, du gehst jetzt hin und betest 10 Ave Maria und 20 Vater Unser. Na, eher umgekehrt. 20 Ave Maria und 10 Vater Unser, weil Vater Unser ist ja nicht so wichtig in der römisch-katholischen Kirche. Da geht es ja um Maria anzubeten, aber das ist wieder ein anderes Thema. Da gibt es auch eine andere Lesung zu. Könnt ihr auch gerne mal anschauen. Eine für alle für eine Königin des Himmels. Da wird da mehr als genügend drüber gesprochen. Das ist natürlich alles im Lichte der Bibel schon mal total falsch. Ja? Und deswegen möchte ich eben diesen Satz, auch wenn es nur der erste Satz, ihn so deutlich auseinandernehmen, dass wir verstehen, dass das, was der Autor hier schreibt, aus Sicht der römisch-katholischen Kirche natürlich komplett richtig ist, aber aus Sicht der Bibel total verkehrt ist. Ja? Aus Sicht der römisch-katholischen Kirche macht sie alles richtig. Sie sagt, wir sind die einzige von Gott eingerichtete Kirche, ohne die es keine Erlösung gibt. Ja? Nur in der Kirche wird die wahre Lehre gelehrt. Nur in der Kirche, der römisch-katholischen Kirche, wird die Wahrheit gelehrt. Und außerhalb ihrer gibt es keine Erlösung. Die Bibel sagt ganz klar, oder besser gesagt, Jesus Christus sagt ganz klar, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die römisch-katholische Kirche sagt aber, du kannst nicht Gott zum Vater haben, wenn du nicht die Kirche zur Mutter hast. Oder wenn du nicht die Kirche zur Mutter hast, kannst du Gott zum Vater nicht haben. Und zum Vater kommst du nur durch Jesus Christus, aber zu Jesus Christus kommst du nur über den Umweg von Maria. Wie gesagt, Himmelskönigin, sehr interessantes Buch, lest es mal. Ich hatte jetzt gar nicht die Absicht, hier fast 5 Minuten zu lamentieren über diesen einen Satz, aber ich möchte euch nur mal eben deutlich machen, wie wichtig es ist, wenn wir solche Dinge hier lesen, dass wir es richtig verstehen, dass wir auf der einen Seite verstehen, oh schaut mal, das wird gesagt, weil so wird es in der römisch-katholischen Kirche, der Kirche Satans hier auf dieser Welt gelehrt, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, so wird in der Bibel gelehrt. Ja? Sie hatte keine Gewalt, Strafen aufzulegen. Vielmehr bestand ihre Aufgabe allein darin, die Seelen der Menschen zu retten, sie auf den Weg des Heiles zurückzuführen und denen, die danach verlangten, heilsame Bußen aufzuerlegen, ähnlich wie es der Beichtvater seinen Beichtkindern gegenüber tat. Daher waren auch ihre Urteile nicht wie die des weltlichen Richters, Vergeltungsakte, welche die Gesellschaft an den Übeltätern vollzog, oder abschreckende Beispiele, welche die Ausbreitung des Verbrechens verhüten sollten, sondern sie wurden lediglich auferlegt zum Besten der irrenden Seelen, um ihre Sünden zu tilgen. In diesem Sinne sprechen auch die Inquisitoren selbst gewöhnlich von ihrem Amte. Wenn sie einen armen Unglücklichen zu lebenslänglichem Gefängnisse verurteilten, so bestand, nachdem das Verfahren des Heiligen Offiziums in ein System gebracht war, die hierfür übliche Formel darin, dass dem Verurteilten befohlen wurde, sich in das Gefängnis zu begeben, sich dort einzuschließen und bei Wasser und Brot Buße zu tun. Gleichzeitig wurde er gewarnt, das Gefängnis zu verlassen, widrigenfalls er exkommuniziert und als meineidiger und unbußfertiger Ketzer angesehen werden würde. Und wenn es dem Eingekerkerten gelang, aus dem Gefängnisse zu entkommen, so wurde er in der zu seiner Ergreifung erlassenen Aufforderung mit unfreiwilligem Humor als ein Wahnsinniger bezeichnet, der die wohltuende Medizin, die ihm zu seiner Heilung angeboten wurde, abgewiesen und den Wein und das Öl für seine Wunden verschmäht habe. In einer Fußnote steht hier, wenn in den Urteilen Bernhards von Coux von 1246 bis 48 die Einkerkerung als eine Buße behandelt wird, so hier der Ausdruck in strengerem Sinne gebraucht als bei dem späteren, so wird hier der Ausdruck in strengerem Sinne gebraucht als bei einem späteren Verfahren. Daher war in der Theorie die Zahl der Strafen, die der Inquisitor verhängen konnte, sehr beschränkt.
Er verurteilte niemals zum Tode, sondern entzog lediglich dem verstockten und unbußfertigen Sünder, der keine Hoffnung auf Bekehrung gewährte, sowie demjenigen, welcher durch seinen Rückfall zeigte, dass man seiner vorgeblichen Reue kein Vertrauen schenken durfte, den Schutz der Kirche. Außerhalb Italiens konfiszierte er ferner niemals das Eigentum des Ketzers, sondern konstatierte lediglich das Vorhandensein eines Verbrechens, welches nach den weltlichen Gesetzen den Schuldigen besitzunfähig machte. Höchstens konnte er eine Geldstrafe, die zu guten Werken verwendet werden musste, als Buße auferlegen. Sein Gerichtshof war ein Geistlicher und hatte es nur mit den Sündern und den Hilfsmitteln des Geistes zu tun im Sinne der Evangelien, die stets geöffnet vor dem Inquisitor lagen. Nur schade, dass er nicht verstanden hat, was er da gelesen hatte, sonst würde er ja merken, dass sein Beruf komplett teuflisch ist. Das war wenigstens die Theorie der Kirche, sagt der Autor, und wir müssen diesen Punkt beachten, wenn wir verstehen wollen, was sonst im Einzelfall unlogisch und inkonsequent erscheinen müsste. Besonders in Anbetracht dessen, dass es in dem freien Ermessen eines jeden Inquisitors überlassen war, seine persönlichen Eigentümlichkeiten in dem Verfahren gegen die Bußer zur Geltung zu bringen. Er war ein Richter der Gewissen, den keine Statuten banden und keine Vorschriften einschränkten. Die Büßer waren ihm auf Gnade und Ungnade preisgegeben und keine Macht außer der des Heiligen Stuhls konnte ein Jota an den Urteilen ändern. Dieser Umstand hatte bisweilen eine Milde zur Folge, die andernfalls unerklärlich wäre, wie zum Beispiel in dem Verfahren gegen die Mörder St. Peters des Märtyrers. Pietro Balsamo, bekannt unter dem Namen Carino, einer der gedungenen Mörder, war auf frischer Tat ergriffen worden, und seine durch Bestechung bewirkte Flucht aus dem Gefängnisse rief eine förmliche Revolution des Volkes in Mailand hervor. Und doch wurde ihm, als er wieder eingefangen worden war und Reue zeigte, nicht nur verziehen, sondern es wurde ihm sogar gestattet, in den Dominikanerorden einzutreten, wo er dann friedlich in dem Rufe eines Seligen starb. Zwar hat die Kirche ihm niemals das Recht der öffentlichen Verehrung, die er an einigen Orten genoss, zugestanden, aber auf einem Bilde aus dem Jahre 1505, das sich an einem der Chorstühle der Großen, dem Märtyrer St. Eustorgio, eingeweihten Kirche in Mailand befindet, erscheint er trotzdem unter dem Namen des seligen Acerinus mitten unter den anderen Heiligen des Dominikanerordens. In der Tat scheint nicht einer von denen, die an dem Morde beteiligt waren, getötet worden zu sein. Selbst der Haupturheber des Verbrechens, Stefano Confaloniere von Aliate, ein notorischer Ketzer und Begünstigter der Ketzer, wurde nach wiederholten Abschwörungen, Freilassungen und Rückfällen erst 1295, 33 Jahre nach dem Morde, interessante Jahreszahl natürlich, zu Gefängnis verurteilt. Dasselbe war der Fall, als bald nachher der Franziskaner-Inquisitor Pier da Bracciano ermordet und Manfredo di Sesto, welcher die Mörder gedungen hatte, vor dem Mailänder Inquisitor Rainiero Saccone gebracht worden. Er gestand zwar sein Verbrechen und andere zur Unterstützung der Ketzerei verübte Vergehen ein, erhielt aber nur den Befehl, sich bei dem Papste zu melden und sich der von diesem verhängten Buße zu unterwerfen. Als er diesen Befehl nicht befolgte, beschränkte sich Antichrist Innozenz IV. Darauf, den italienischen Richtern zu gebieten, ihn, wenn man seiner habhaft würde, zu verhaften und einzukerkern. Hier gehen wir nochmal kurz in eine weitere Fußnote rein. Da steht, Cesare Cantù hat zwar den unkritischen Charakter der Historia dell'Inquisizione hinlänglich nachgewiesen und dargetan, dass dieselbe mit Unrecht dem Gelehrten Tamburini zugeschrieben wird, sie enthält aber doch einige wertvolle Dokumente. Also da geht es mehr um die Beschreibung der Quellen, der Dokumente, die dazu geführt haben, dass der Autor diesen Umstand uns hier beschreiben konnte. Also als er seinen Befehl nicht befolgte, beschränkte sich der Antichrist darauf, den italienischen Richtern zu gebieten, ihn, wenn man seiner habhaft würde, zu verhaften und einzukerkern.
Indessen dient die Theorie, dass die Kirche eine liebevolle Mutter sei, die nur ungern ihren ungebärdigen Kindern heilsame Strafen auferlege, doch dazu, die meisten Handlungen der Inquisition umso unbarmherziger erscheinen zu lassen. Diejenigen, welche gegen ihre freundlichen Bemühungen verstockt waren, zeigten sich undankbar und ungehorsam dort, wo Undankbarkeit und Ungehorsam zu den verabscheuungswürdigsten Verbrechen zählten. Sie waren Vatermörder, denen eine Gnade zuteil wurde dadurch, dass man sie zum Gehorsam zurückführte und deren Sünden nur durch die schärfsten Leiden gesühnt werden konnten. Wir haben gesehen, wie wenig sich der Inquisitor bei seinen Bemühungen, die Ketzer zu entdecken und zu bekehren, um menschliches Elend kümmerte. Wir dürfen darum auch nicht vermuten, dass er liebevoller war in seinem Verhalten gegen die armen Seelen, die nach Absolution und Buße verlangten. Und nur der Büßer, der gebeichtet und seine Sünden abgeschworen hatte, kam vor den Richterstuhl des Inquisitors, um seine Strafe zu empfangen. Alle anderen wurden dem weltlichen Arme übergeben. Wie bedeutungslos die besprochene Theorie war, ergibt sich aus der Tatsache, dass nicht nur die Ketzer, das heißt diejenigen, welche mit Bewusstsein in Sachen des Glaubens irrten, der Gerichtsbarkeit und dem Strafurteil der Inquisition unterworfen waren. Auch alle diejenigen, welche den Ketzern Gastfreundschaft erwiesen oder ihnen Almosen gaben oder ihnen in irgendeiner Weise Schutz und Beistand gewährten oder es versäumten, sie den Behörden anzuzeigen oder sie zu ergreifen, wenn sie dazu Gelegenheit hatten. Ebenso Behörden, die es unterließen, die Gesetze gegen die Ketzer auszuführen. Mochten sie auch noch so rechtsgläubig sein, alle diese zogen sich den Verdacht der Ketzerei auf, sei es den einfachen, den schweren oder den sehr schweren, wo wir ja letzte Sendung drüber gesprochen hatten. War er sehr schwer, so war er gleichbedeutend mit Ketzerei. War er einfach oder schwer, so konnte sich der Verdächtige, wie wir gesehen haben, dann, wenn er die Reinigung verabsäumte oder rückfällig wurde, theoretisch der Ketzerei und des Rückfalls schuldig machen und sich die schwersten Strafen, selbst die Auslieferung an den weltlichen Armen, zuziehen. Der Standpunkt des heiligen Offiziums wird treffend gekennzeichnet durch die Lehre Sankinis. Wenn ein Ketzer bereue, seinem Priester beichte, seine Buße auf sich nehme und ausführe und alsdann die Absolution empfange, so könne er zwar vor der Hölle bewahrt bleiben und vor dem Angesicht Gottes Verzeihung erlangen, aber der zeitlichen Strafe sei er dadurch nicht enthoben und der Verfolgung durch die Inquisition bleibe er unterworfen. Sie wollte eben ihre Opfer nicht fahren lassen. Und da sie die Wirksamkeit des Bußsakraments nicht bestreiten konnte, so suchte sie alle etwaigen Schwierigkeiten dadurch zu vermeiden, dass sie die Ketzerei der Gerichtsbarkeit der Priester entzog und sie den Bischöfen und Inquisitoren vorbehielt. Das alles beweist, wie zwischen Theorie und Praxis des heiligen Offiziums ein unlösbarer Widerspruch bestand. Die von der Inquisition gewöhnlich auferlegten Bußen waren verhältnismäßig gering an Zahl. Sie bestanden zunächst in frommen Werken wie dem Hersagen von Gebeten, dem Besuch von Kirchen, Geißelung, also das ist dann die, was ich gerade bereits bei der Einführung angesprochen hatte, Selbstgeißelung eben, ne? Fasten, Pilgerfahrten, Geldstrafen, die dem Namen nach für fromme Zwecke auferlegt wurden, kurz in solchen Dingen, wie sie der Beichtvater seinen gewöhnlichen Beichtkindern auferlegen konnte. Nach ihnen kamen die Poenae Confessibiles, die demütigenden und entehrenden Bußen, von denen die schwerste in dem Tragen gelber Kreuze bestand, welche auf die Kleider genäht wurden. Erinnert sich jemand daran, dass in Deutschland viele mit einem bestimmten aufgenähten Stern rumlaufen mussten zu einer bestimmten Zeit? Hat das vielleicht hier seinen Ursprung? Sollte man mal drüber nachdenken, ne? Also, nach ihnen kamen die Poenae Confessibiles, die demütigenden und entehrenden Bußen. Dass das demütigen und entehren war, mit so einem Stern auf der Brust rumzulaufen, ist ja wohl außer Frage. Von denen die schwerste in dem Tragen gelber Kreuze bestand, welche auf die Kleider genäht wurden. Also ich kann mir nicht helfen, das erinnert mich an eine bestimmte
beinahe 100 Jahre zurückliegende deutsche Vergangenheit. Die härteste Strafe endlich, die zur Kompetenz des Heiligen Offiziums gehörte, war der Murus oder das Gefängnis. Die Konfiskation war, wie schon erwähnt, nur eine Nebenstrafe und war wie der Scheiterhaufen Sache der weltlichen Gewalt. Obwohl beide Strafen tatsächlich unter der Kontrolle des Inquisitors vollzogen wurden, so dürfte es doch angemessen sein, sie getrennt zu betrachten. Die Konzilien von Narbonne und Béziers schreiben außerdem noch eine rein weltliche Strafe vor, nämlich die Verbannung. Und zwar entweder die vorübergehende oder die dauernde Verbannung. Aber diese Strafe scheint so selten in Anwendung gekommen zu sein, dass wir sie außer Betracht lassen können, wenn sie auch in früheren Zeiten gelegentlich in Urteilen erwähnt oder unter den Bußen aufgeführt wird, denen wenige Ketzer sich zu unterwerfen versprachen. Die Sünde der Ketzerei war zu schwer, als dass sie einfach durch Reue und Buße hätte gesühnt werden können. Also nichts, was ein Beichtvater seinem Beichtkind hätte abnehmen und auferlegen können. Genau das macht eben den Unterschied zwischen der Inquisition auf der einen Seite und dem Beichtstuhl auf der anderen Seite, um das Kind beim Namen zu nennen, weil da geht es hier ja drum. Also, die Sünde der Ketzerei war zu schwer, als dass sie einfach durch Reue und Buße hätte gesühnt werden können. Wenn die Kirche auch alle ihre irrenden und reuigen Kinder in ihren Schoß zurückzukehren aufforderte, so wurde dem Sünder der Weg doch hart gemacht und sein Vergehen konnte nur hinweggetilgt werden durch Bußen, die streng genug waren, um die Aufrichtigkeit seiner Gesinnung zu erproben. Schon vor der Gründung der Inquisition bekehrte der heilige Dominikus. Ja, warum spreche ich das heilige Dominikus aus? Weil der Mann nicht heilig war, sondern ein Teufel. So. Schon vor der Gründung der Inquisition bekehrte der heilige Dominikus während seiner Amtstätigkeit unter den Legaten Arnold um das Jahr 1208 einen Katharer namens Pontius Roger und schrieb ihm eine Buße vor, deren Formel zufällig auf uns gekommen ist. Sie gibt uns einen Einblick in das, was man als die vernünftige Bedingung für die Wiederzulassung zur Kirche ansah, zu einer Zeit, wo diese jeden Nerv anspannte, um die Ketzer zurückzugewinnen, wo sie noch nicht zur Gewalt ihre Zuflucht genommen hatte. Der Büßer sollte, bis zum Gürtel entblößt, an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen von dem Priester gegeißelt werden, und zwar von dem Eintritte in die Stadt Treville bis zur Kirchentüre. Er musste sich für immer des Fleisches, der Eier und des Käses enthalten, ausgenommen Ostern, Pfingsten und Weihnachten, wo er diese Lebensmittel essen musste, zum Zeichen der Ablegung einer seiner manichäischen Irrlehren. Zweimal im Jahr musste er sich 40 Tage lang des Fisches enthalten und 3 Tage in jeder Woche des Fisches, des Weines und des Öles. Und er musste vollständig fasten, wenn seine Gesundheit und seine Tätigkeit es erlaubte. Er musste Mönchskleider tragen mit 2 kleinen auf die Brust aufgenähten Kreuzen. Wenn möglich, musste er täglich die Messe hören und an Festtagen der Vesper beiwohnen. 7-mal am Tage musste er die kanonischen Stundengebete sprechen und außerdem das Vaterunser 10-mal an jedem Tage und 20-mal in jeder Nacht. Er musste die strengste Keuschheit beobachten. Jeden Monat musste er diese Vorschrift dem Priester zeigen, der die Erfüllung der Buße scharf zu überwachen hatte, und diese Lebensweise musste er beibehalten, bis der Legat eine Änderung derselben für angemessen halten würde. Übertrat er die Buße, so sollte er als Meineidiger und Ketzer angesehen und aus der Gesellschaft der Gläubigen ausgeschlossen werden. Nun, was wir hier gerade eben gelesen haben, ist, glaube ich, einem jeden, der dieses Video schaut, deutlich, das ist nicht mit der Bibel vereinbar. Und dann kann ich mir jeden weiteren Kommentar sparen. Alleine, wo es hier schon darum geht, dass er 7-mal am Tage die kanonischen Stundengebete sprechen, was sagt denn
unser Meister Jesus Christus über Stundengebete? Was sagt denn Jesus Christus über Wiederholungen von Gebeten? Da muss ich doch mal eben hier die Bibel aufschlagen, und zwar die Schlachterbibel. Und dann gehe ich in das Evangelium von Matthäus und dann gehe ich in Kapitel 6. Und da heißt es vom Beten zum Beispiel mal eben: Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Ich lese jetzt übrigens eben aus der Schlachter 2000 vor, weil ich ja eben die König James immer noch nicht ganz übersetzt habe. Wir nehmen das jetzt mal eben als zweitbeste Möglichkeit. Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und dann sagt uns Jesus, wie wir das Vaterunser beten sollen. Aber wir sollen eben nicht plappern wie die Heiden. Wir sollen auch unsere Gebete nicht vorbereiten, sondern unsere Gebete sollen in dem Augenblick kommen, wo wir sie sprechen. Man schreibt sich das vorher nicht auf und man liest es eben auch nicht ab. Es ist total unbiblisch. Alleine dieser eine Punkt, ich habe es noch gar nicht mehr über seine... Er musste sich für immer des Fleisches, der Eier und des Käses enthalten, ausgenommen Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Drei heidnische Feiertage. Also, ich kann ja nun wirklich nicht alles kommentieren. Ich hoffe, ihr versteht es, dass ich da jetzt drüber hinweggesehen habe. Ich denke, da muss jedem selber bereits ein Licht aufgegangen sein, wie falsch hier diese Verurteilung des Manichäers ist aus der Zeit von vor der Inquisition. Ne? Wenn möglich, musste er täglich die Messe hören und an Festtagen der Vesper beiwohnen. Das heißt also mit anderen Worten, er musste der Eucharistie huldigen. Er musste den Eucharist, das vom Priester verwandelte Brot, nehmen, wo der römisch-katholische Priester in der Messe, in der Opfermesse, schon mal total unbiblisch ist, weil Jesus Christus war das finale, letzte Opfer, mit den Zauberworten Hoc est corpus enim meum das Stück Brot und den Wein verwandelt in den Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Ja. Dazu wurde er hier verpflichtet. Er musste die strengste Keuschheit beobachten. Ja, da ist ja nur nichts gegen zu sagen. Keuschheit ist ja in der Bibel auch. Es ist nur die Frage, wie man das auslegt. Ne? Jeden Monat musste er diese Vorschrift dem Priester zeigen und ist dann von der Gnade der Priester abhängig, ob sein Urteil irgendwann mal erleichtert oder aufgehoben werden kann. Er ist also von Menschen abhängig, nicht von Gott. Er unterstellt sich nicht Gott, er unterstellt sich den Menschen. Er macht diese Buße, er erleidet diese Strafen nicht, weil er Gott gefallen will, sondern er erleidet diese Strafen, weil er dem Menschen gefallen will. Weil es ist der Mensch, der ihn dazu verurteilt hat, nicht Gott. Auf dem ersten vollen Absatz dann auf Seite 518 fährt der Autor fort und sagt, das, was wir jetzt gerade eben gelesen haben, das zeigt, wie die verschiedenen Formen der Buße je nach dem Ermessen des geistlichen Vaters miteinander vermengt wurden. Die gleiche Tatsache ergibt sich aus einem sehr milden Urteil, das im Jahre 1258 der Inquisitor von Carcassonne, dem Raimund Maria, auferlegte. Dieser hatte verschiedene Ketzereien, die er vor 20 oder 30 Jahren begangen hatte, eingestanden und hatte auch aus anderen Gründen Anspruch auf eine gnädige Behandlung. Das Urteil zeigt zugleich, wie man sich durch Geld von frommen Übungen loskaufen konnte. Raimund musste vom Freitag nach Michaelis bis Ostern fasten und durfte an Samstagen kein Fleisch essen.
Aber er konnte sich das von dem Fasten los, er konnte sich von dem Fasten loskaufen dadurch, dass er einem Armen einen Denar gab. Er musste ferner jeden Tag 7-mal das Vaterunser und das Ave Maria hersagen. Innerhalb 3er Jahre musste er die Heiligtümer der heiligen Maria von Roche Amour, des heiligen Rufus von Aliscamp, des heiligen Egidius von Vauvert, des heiligen Wilhelm in Deserto und von Santiago de Compostela besuchen und jedes Mal eine Bescheinigung von dem Rektor der betreffenden Kirche mitbringen. Santiago de Compostela, das kennen wir heute noch, das ist der Jakobsweg, der dahin führt nach Santiago de Compostela. Eine ganz berühmte Pilgerfahrt, die Tausende, wenn nicht Zehntausende pro Jahr unternehmen. Anstelle anderer Bußen, fährt der Autor fort, musste er 6 Pfund Turnossen an den Bischof von Albi zahlen, als Beitrag für den Bau einer Kapelle. 6 Pfund Turnossen. Jetzt könnte ich mal kurz nachschauen, was das ist, weil ich habe keine Ahnung, was Turnossen sind. Wenn man was nicht weiß, muss man es nachschauen. Ne? Das Internet hilft mir hier. Wikipedia ist ja da eine Hilfe oftmals mit solchen Sachen. Und das sagt Turnose, der Turnose, französisch Gros Tournois. Turnos oder auch Turnos Groschen war eine unter den Kapetingern geschaffene Münze des täglichen Geldverkehrs des Mittelalters. Er ließ der Ludwig der IX. Ließ ab 1266 den Grossus Denarius Turonus, deutsch dicker Tenar von Tours, in Gegenwart von 12 Schwarzpfennigen, also 12 Denis, 1 Zoll, 1/20 Livre der Währung von Tours prägen. Bei der höchsten damals herstellbaren Feinheit von 23/24 Karat und einem Gewicht von rund 4 Gramm prägte man einst 58 Stück aus der rauen Mark von Tours. Diese hatte sich seit ungefähr 1050 in ganz Frankreich durchgesetzt. Also eine bestimmte Währung aus der Zeit. Das ist der Turos. So, jetzt muss ich nur mal eben sehen, wo ich hier im Buch gerade aufgehört hatte zu lesen. Sechs Pfund Turnosen musste er an den Bischof von Albi zahlen als Beitrag für den Bau einer Kapelle. Er musste die Messe wenigstens an jedem Sonn- und Festtage hören und sich an diesen Tage aller Arbeiten enthalten. Eine andere Buße derselben allgemeinen Art wurde einem Kartäusermönche von La Loubatière auferlegt, der sich der Ketzerei der Franziskaner Spiritualen schuldig gemacht hatte. Er durfte die Abtei 3 Jahre lang nicht verlassen und während dieser Zeit auch nicht sprechen, außer in der höchsten Not. 1 Jahr lang musste er täglich in Gegenwart seiner Ordensbrüder bekennen, dass Antichrist Johannes der 22. der wahre Papst sei und ein Recht auf Gehorsam habe. Außerdem musste er sich verschiedenen Fasten unterziehen und gewisse Teile der Liturgie und des Psalters hersagen, also Psalmen. Derartige Bußen konnten ganz nach dem Belieben des Inquisitors endlos variiert werden. Kurze Erklärung zu dem Satz des Antichristen Johannes des 22., wo hier steht, 1 Jahr lang musste er täglich in Gegenwart seiner Ordensbrüder bekennen, dass Antichrist Johannes der 22. der wahre Papst sei. Das war die Zeit des Schismas. Da gab es 3 verschiedene Päpste, einen in Frankreich, einen in Norditalien und einen in Rom, wie wir das kennen. Ich suche auch das mal eben kurz raus, weil ich habe die Geschichte zwar schon ein paar Mal gelesen, aber wenn ich euch das jetzt erklären muss, muss ich noch mal eben kurz nachlesen. Ja, ich mach's kurz. Also es gab die Zeit, wo 3 Päpste gleichzeitig waren. Das war Papst Gregor der 12., der in Rom gesessen war, Papst Benedikt der 13., der in Avignon saß und Papst Johannes der 22., der in Bologna saß. Ja, wie gesagt, eine Stadt in Norditalien, eine Stadt in Avignon, also ja, kennt ihr ja von Frankreich, Weinliebhaber kennen Châteauneuf-du-Pape, ne, da kommt das her, ne, das neue Schloss des Papstes, was das heißt, und der andere natürlich in Rom. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb Johannes der 22. In den 1960er Jahren auch nochmal Papst war. Ah ja, der Nachfolger von Pius dem 12.
Hitlers Papst, als der 1958 oder 59 verstorben war, der Nachfolger war Papst Johannes der 22. Das war aber das zweite Mal, dass es diesen Namen Papst Johannes den 22. gab. Den gab es nämlich damals auch schon mal in der Zeit des Schismas, der Zeit der drei Päpste. Na? Also der Zeit von Papst Gregor dem 12. in Rom, Benedikt der 13. in Avignon und Papst Johannes der 22. in Bologna. Die sind jeden Morgen, als sie aufgestanden waren, haben sie laut ausgerufen und haben die anderen sogenannten Päpste zum Antichristen deklariert. Ja, ihr könnt euch das ja auch mal gerne anschauen, wie das damals so war. Das ist schon eine ganz interessante Geschichte. Ne? Das war um das Ende des 14. Jahrhunderts. Wir sprechen hier um 1378 oder so in der Zeit. Ne? Und deswegen muss er hier halt bekennen, dass Johannes der 22. der wahre Papst ist. Weil es gab ja noch zwei andere. Nee, du musst den einzigen wahren Papst bekennen. Ja, kein einziger ist der wahre Vertreter Jesu Christi. Der wahre Vertreter Jesu Christi ist der Heilige Geist. Und alle drei sind Antichristen. Der eine denunziert den anderen, dass er ein Antichrist ist, aber es sind im Grunde alle drei. Also, fahren wir fort. Derartige Bußen, sagt der Autor, konnten ganz nach dem Belieben des Inquisitors endlos variiert werden. Wir haben im Vorhergehenden die Geißelung unerwähnt gelassen. Ich hatte da ja schon mal während der Vorlesung der Themen, die in diesem Kapitel besprochen werden, kurz darüber gesprochen. Indessen war diese ein so gewöhnliches Bußmittel, dass man sie häufig stillschweigend voraussetzte, wenn man Pilgerfahrten und Kirchenbesuch vorschrieb. Wir haben gesehen, wie Raimund von Toulouse sich ihr unterwarf. Wie abstoßend diese Strafe für unser heutiges Empfinden noch sein mag, so war sie doch damals noch nicht mit jenem Gefühl der Erniedrigung verbunden, welches in unseren Augen von einer solchen Strafe untrennbar ist. Die Konzilien von Narbonne und von Béziers in den Jahren 1244 und 1246, ferner das von Tarragona im Jahre 1242, erwähnen die Geißelung unter den leichten Strafen, die für Freiwillige, in der Gnadenzeit sich meldende Bekehrte festgesetzt waren. Und doch war diese Geißelung in Wirklichkeit durchaus keine leichte Sache. Entblößt, soweit der Anstand und die Rauheit der Witterung es erlaubte, musste sich der Büßer jeden Sonntag während der Epistel und des Evangeliums mit einem Stock in der Hand vor dem die Messe zelebrierenden Priester zeigen, der ihn dann in Gegenwart der Gemeinde tüchtig durchprügelte. Ein passendes Zwischenspiel bei den Mysterien des Gottesdienstes. Am ersten Sonntage jedes Monats nach der Messe musste der Büßer in gleicher Weise entblößt jedes Haus besuchen, in welchem er Ketzer gesehen hatte, um dort dieselbe Strafe zu erdulden. Eine jede feierliche Prozession musste er in demselben Aufzuge begleiten, um bei jeder Station sowie am Ende der Prozession in gleicher Weise abgestraft zu werden. Selbst wenn eine Stadt zufällig mit dem Interdikte belegt war oder wenn der Büßer selbst exkommuniziert war, durfte die Buße nicht ausgesetzt werden und sie dauerte so lange, bis es dem Inquisitor gefiel, sich des Armen anzunehmen und ihn davon zu befreien. Oft endigte sie erst beim Tode des unglücklichen Büßers. Dass aber derartige Strafen nicht leere Drohungen blieben, ergibt sich aus der Formel, die Bernhard Guidonis um das Jahr 1330 für die Befreiung von solchen Büßern aus der Gefangenschaft aufgestellt hat, die während derselben durch Geduld und Demut eine Milderung ihrer Strafe verdient hatten. Dieselbe Formel wurde schon bald nach der Organisation des Heiligen Offiziums angewandt. Das ist jetzt also die Geißelung durch andere. Und ich hatte ja vorher bereits angesprochen, es gibt eben auch zwischen Anführungszeichen Gläubige, die eine Selbstgeißelung durchführen. Und da könnt ihr euch ja gerne mal selbst erkundigen. Ich habe da früher in einigen Büchern auch mal drüber gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Babylon Mysterienreligion von Ralph Woodrow war. Wenn man so viele Dinge gelesen hat und so viele Videos gemacht hat wie ich, in Deutsch und in Englisch, dann kann man sich mal nicht immer
an das exakte Beispiel erinnern, wo man das jetzt gelesen hat. Aber wenn man sich mit der Geheimgesellschaft Opus Dei beschäftigt, ja, das heißt ja so viel wie das Werk Gottes, und das ist eine Geheimorganisation innerhalb der Jesuiten. Übrigens sind da, ich glaube, zu der Zeit, als ich das vorgelesen hatte, vor 4 Jahren oder sowas, waren 3 Richter im amerikanischen obersten Gerichtshof Opus Dei Mitglieder. Und die machen selbst Geißelungen, wie zum Beispiel, dass sie mit einer Dornenkette um die Oberschenkel gewickelt sind, bis die bluten und jeden Tag rumlaufen müssen. Das heißt, die geißeln sich den ganzen Tag selber, fügen sich selber unglaubliche Schmerzen zu und nennen das das Werk Gottes. Könnt ihr euch gerne mal mit beschäftigen und ein wenig selber nachschauen. Aber hier ging es jetzt um Geißelung durch andere, ne, wo also jetzt hier der Priester ihn mit dem Stock schlagen dürfte und so weiter, während der Prozession oder während des Kirchenbesuchs. Das sind dann die Geißelungen, aber es gibt eben auch diese Selbstgeißelung. Das war eben zu dem Thema. Die Pilgerfahrten, fährt der Autor auf Seite 520 fort, die zu den leichtesten Strafen gerechnet wurden, waren gleichfalls nur im Vergleich mit anderen Strafen leicht. Man musste sie zu Fuß abmachen, und die Zahl der gewöhnlich auferlegten Pilgerfahrten mochte wohl mehrere Jahre von dem Leben eines Mannes in Anspruch nehmen. Eine Zeit, in der seine Familie zugrunde gehen konnte. Peter Celler, einer der mildesten Inquisitoren, schreibt häufig unter anderem Pilgerfahrten, die nach Compostela und Canterbury waren, vor, womöglich noch verbunden mit dem Besuch mehrerer dazwischenliegender Heiligtümer. Und in einem Fall musste ein Mann, der über 90 Jahre alt war, den mühseligen Weg nach Compostela machen, lediglich deshalb, weil er mit Ketzern verkehrt hatte. Diese Pilgerfahrten waren nicht ohne Gefahren und Beschwerden, wenngleich sie von den zahlreichen am Wege liegenden Klöstern geübte Gastfreundschaft auch den ärmsten Pilger ermöglichte, ein Dasein zu fristen. Im Übrigen waren die Pilgerfahrten etwas so Gewöhnliches im Mittelalter und kamen so häufig bei den üblichen Bußstrafen vor, dass ihre Anwendung durch die Inquisition ganz unvermeidlich war. Zu einer Zeit, wo die Sehnsucht nach Erlösung so stark war, dass während des Jubiläums des Jahres 1300 die Zahl von 100.000 an einem Tage in Rom weilenden Pilgern keine Seltenheit gewesen sein soll, durfte sich der Büßer, der mit der Ausübung solcher frommen Werke davonkam, noch als gnädig behandelt ansehen. Bußpilgerpfaden. Da mal nur eine kurze Erklärung von mir dazu. Wie wir gerade eben gelesen haben, musste man eben diese Pilgerfahrten oder Pilgergänge, kann man sie ja besser nennen, wenn man sie zu Fuß ablegen muss, eben zum Beispiel zu Fuß ablegen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da werdet ihr in, sage ich jetzt mal, Toulouse, ja, im Süden von Frankreich, als Ketzer verurteilt, den Gang nach Santiago de Compostela zu machen. Und Santiago de Compostela, das ist eine ziemlich lange Pilgerfahrt. Ich will mal eben nachschauen, ob ich das hier im im Internet ziemlich schnell finde. Pilgerfahrt Compostela. Wie gesagt, Jakobsweg, das kann man auf Wikipedia, kann man sich das ganz kurz anschauen. Ich überfliege das jetzt auch nur mal eben. Der Jakobsweg wird eine Anzahl von Pilgerwegen nach Europa bezeichnet, die alle das angebliche Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela in Galicien in Spanien zum Ziel haben. In erster Linie wird darunter der Camino Frances verstanden, jene hochmittelalterliche Hauptverkehrsachse Nordspaniens, die von den Pyrenäen zum Jakobsgrab führt und die Königsstädte Jaca, Pamplona, Estella, Burgos und León miteinander verbindet. Diese Route, so wie sie heute noch begangen wird, entstand in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. So, wie groß das jetzt ist, das könnt ihr natürlich von mir aus gerne auf Wikipedia selbst einmal nachlesen. Ich habe jetzt nicht die Lust, das während dieser Lesung hier alles
bis ins Detail zu besprechen. Ich werde euch den Link hier mit beigeben von Wikipedia, das könnt ihr euch dann gerne mal anschauen. Aber es sind durchaus Abstände, ja, also ziemliche Abstände, die man da ablegen muss, um dahin zu kommen. Vor allen Dingen muss man erstmal an den Ort kommen, wo dann diese Pilgerfahrt anfängt und dann durch die Pyrenäen. Und das macht man nicht im 21. Jahrhundert, schön gemütlich mit dem Auto dahin fahren und dann mal ein paar Schritte gehen. Nee, das gab es damals nicht. Damals gab es Wege, die unwegbar waren, ja, die nicht sehr gut begangen werden können. Man musste dann sehen in der Zwischenzeit, dass man irgendwie an Essen kam, dass man übernachten konnte, dass man nicht überfallen wurde. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es in diesem Buch war, ob wir darüber bereits gelesen hatten, oder ob es in einem anderen Buch war, oder in dem Englischen. Ich habe ja auch das von Limborch über die Inquisition gelesen. Diese Pilger, die wurden sehr viel überfallen. Und viele von denen, die hingegangen sind, um diese Pilgerfahrt zu machen, sind überhaupt nicht zurückgekommen. nicht, weil sie nicht zurückkommen wollten, sondern weil sie ermordet wurden unterwegs. Weil, wenn ich unterwegs für Unterkunft und Essen sorgen muss, dann muss ich ja was bei haben? Geld. So. Und wenn man damals sich auf unwegsame Wege begab und Geld dabei hatte, dann musste man eben auch damit rechnen, dass man überfallen wurde. Und selbst wenn man überfallen wurde, gab es noch keine Sicherheit, dass die einen nur abnahmen, was die haben wollten, sondern da kann es genauso gut passiert sein, dass man eben auch getötet wurde. Also, wenn man jetzt sagt, ja, so eine Pilgerfahrt auffällig werden, ist keine große Strafe, dann denkt man darüber nach, was das vor heute 800-900 Jahren, 700-800-900 Jahren bedeutet hat. Das ist eine andere Zeit als heute. Und viele von den Pilgern sind eben gar nicht mehr zurückgekommen. Ich glaube, dass weit über 60% es nie geschafft haben, hin und zurück zu kommen. Und wenn man dann noch mehrere Pilgerfahrten aufgedrückt bekommt von seinem Inquisitor, die man machen muss, dann könnt ihr euch vielleicht überlegen, das war kein Zuckerschlecken. Das klingt erstmal so, von das ist nicht weiter schlimm. Und natürlich im Verhältnis, also im Verglichen jetzt mit den Folterkammern und solche ganzen Sachen, ist das natürlich wahrscheinlich schon ein Zuckerschlecken. Aber im Großen und Ganzen ist es immer eine ganz schön fiese Verurteilung, dass die Leute da hingehen mussten und diese verschiedenen Pilgerfahrten ablegen mussten. Ich gebe euch den Link von dem Jakobusweg hier gerne mal mit. Und hier steht zum Beispiel über Pilgeralltag. Auf die Frage, wo der Jakobsweg beginne, hält man in Spanien die Antwort, der Weg beginnt in ihrem Haus. So handelt es sich bei dem Jakobsweg primär um eine Idee. Im Mittelalter löste diese Volksbewegung einen Aufbruch aus. Überall unterwegs entstanden zahlreiche Einrichtungen für die Betreuung und Begleitung der Pilger. Klöster, Stifte, Herbergen, Hospitäler, Gasthäuser und Kirchen. Für die Orte entlang der Routen bedeutete der Pilgerstrom auch wirtschaftlichen Segen. Und da kommt eben auch unser Tourismus heutzutage her. Da hat das seine Wurzeln. Weil im 16. Jahrhundert hat niemand mal eben gesagt, so, ich nehme jetzt mal 14 Tage Urlaub von meinem Job und fahre mal eben nach Italien und lass mir die Sonne auf den Bauch brennen. Das gab es damals nicht. Die zwischen Anführungszeichen Errungenschaft, die wir Urlaub nennen, die wir Ferien nennen, das hat seinen Ursprung im Grunde in diesen Pilgerfahrten. Die verbreitete Auffassung, dass Pilgerwege keiner starren Route folgten, sondern dynamische Streckenführung waren, ist weitgehend überholt. Die Pilgerrouten waren über lange Zeiträume überraschend konstant. Noch 1495 beschreibt der Servitenmönch Hermann König von Vach in seinem Santiago-Pilgerführer für Frankreich und Nordspanien nahezu dieselben Streckenführungen, die bereits im Liber 5 des Jakobsbuches aus dem 12. Jahrhundert enthalten sind. In Deutschland bietet sich ein ähnliches Bild. Das spätmittelalterliche Wegenetz, das zu Beginn des 14. Jahrhunderts ausgebildet war, hat sich bis zum Beginn der Anlegung von Poststraßen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts kaum verändert. Insbesondere mittellose Pilger folgten den mit karitativen Einrichtungen ausgestatteten Handelsstraßen. Wir sprechen dabei hier zu Beginn des 14. Jahrhunderts. Die Bußen wurden bereits im 12. und 13. Jahrhundert auferlegt. Da gab es noch keine so festen Straßen. Das muss man alles mal berücksichtigen bei dieser Sache dabei. Na? Und es ist ein interessantes Thema. Der Jakobsweg nach Compostela ist ja nur eine
Eine von vielen Pilgerfahrten. Es gibt ja auch Pilgerfahrten nach Lourdes. Ja gut, damals war die Maria-Erscheinung da noch nicht, aber später gibt es ja auch diese ganzen Pilgerfahrten dahin, wo die Himmelskönigin so gesagt erschienen war. Ne? Und wenn der Autor jetzt hier sagt, der mit der Ausübung solcher frommen Werke davonkam, wurde noch als gnädig behandelt angesehen, also der nur so eine Pilgerfahrt machen musste, da muss man doch mal natürlich im Verhältnis mit der Inquisition, wie wir sie bis jetzt gelesen haben und wir noch weiter lesen werden, ja, ist das wahrscheinlich eher eine mildere Strafe. Aber oftmals ist das auch ein Todesurteil, ne? 90 Jahre und ich werde hier verurteilt, um den Jakobsweg zu gehen, wie wir gerade eben gelesen hatten. Da war einer 90 Jahre, hatten wir gerade eben vorgelesen. Na? Also der wird wahrscheinlich nicht besonders weit gekommen sein oder es überlebt haben oder hin und zurück. Und was ist es dann anderes als ein Todesurteil? Die Bußpilgerfahrten, fährt der Autor fort, der Inquisition, wurden eingeteilt in zwei Klassen, in größere und in kleinere. Der größeren gab es in Languedoc gewöhnlich vier, nämlich solche nach Rom, Compostela, zum heiligen Thomas von Canterbury und zu den heiligen drei Königen von Köln. Es gab kleinere Pilgerfahrten, die sich von den Heiligtümern der Ortsheiligen bis zu denen von Paris und Boulogne-sur-Mer erstreckten. Von den Fällen, in denen sie verhängt wurden, kann man sich ein Bild machen durch das Urteil des Bernard Guidones 1322 über drei Übeltäter verhängte, deren einziges Verbrechen darin bestand, dass sie etwa 15 oder 20 Jahre vorher waldensische Lehrer in den Häusern ihrer Väter gesehen hatten, ohne aber zu wissen, was es für Menschen waren. Das ist hier ein Urteil zur eine Tat, wozu die Inquisition einen dann später verurteilt. Ja. Um dieses Vergehen zu sühnen, also 15 oder 20 Jahre nachdem sie im Hause ihrer Väter mal Waldenser gesehen hatten und gar nicht wussten, was die da taten, werden sie hier bestraft. Um dieses Vergehen zu sühnen, müssten die Büßer innerhalb der nächsten drei Monate beginnend 17 kleine Pilgerpfaden ausführen, die sich von Bordeaux bis Vienne erstreckten. Und sie mussten, wie gewöhnlich, die Bescheinigung über den Besuch eines jeden vorgeschriebenen Heiligtums beibringen. Naja, so wie man heute Bilder davon mitbringt, wo man war, musste man damals beschreiben, wo man gewesen ist, dass man das eben nicht vom Hörensagen kennt, sondern eben aus eigener Erinnerung aufschreibt und sagt von, guck, so und so war das da und damit kann ich beweisen, dass ich da gewesen bin. Sonst kann ich das nicht wissen. Literatur gab es da nicht drüber. Und lesen konnten die meisten Menschen sowieso nicht. In diesem besonderen Falle wird ausdrücklich gesagt, dass sie keine Kreuze zu tragen brauchten. Und es ist wahrscheinlich, dass sie infolgedessen auch von der Geißelung, der die Kreuzträger bei jedem Heiligtum sich unterziehen mussten, befreit waren. Das kommt da dann noch zu. Dann kommst du an so einem Heiligtum an und dann wirst du da noch gegeißelt. Das heißt, mit dem Stock geschlagen. Da können dir sonst welche Dinge brechen, Knochen brechen. Kannst du bluten, kannst du dich, was weiß ich, wie verletzen. Das ist ja wohl die Absicht, wenn einer geschlagen wird, oder? Und dann musst du noch weiterziehen. In einem anderen Falle im Jahre 1308 wurde einem Schuldigen wegen seines Alters und seiner Schwäche die Pilgerpfad erlassen. Er brauchte nur jährlich zwei Besuche in der Stadt Toulouse zu machen. Ähnliche Beispiele einer solchen Milde trifft man übrigens in den Annalen der Inquisition zu selten an, als dass man sie dort, wo man sie findet, mit Stillschweigen übergehen könnte. Ja, das ist doch mal eine interessante Aussage. Wir werden uns nächstes Mal weiterhin mit den Bußpilgerpfaden beschäftigen. Wir werden über die Strafe des Kreuztragens sprechen. Wir werden über die Wirkung dieser Strafe sprechen, die Geldstrafen, die Umwandlung der Strafen und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, wir haben schon eine gute kleine Einsicht darin bekommen, dass wenn man der Inquisition in die Hände gefallen ist, dass es leichte Strafen im Grunde gar nicht gab. Auch wenn das hier und da vielleicht mal so so dargestellt wird. Ne?
Man liest das heute im 21. Jahrhundert und sagt von, ja, da musst du da und da hingehen. Und wo ist jetzt die Strafe? Überleg mal, wenn du über Stock und Stein durch die Wildernis da hingehen musst, dafür sorgen musst, dass du Essen und Trinken bei hast oder Geld bei hast, um Essen und Trinken zu kaufen, dass du dann nicht überfallen wirst, dass du nicht ausgeraubt wirst, dass du nicht ermordet wirst inzwischen. Also da ist die da ist die Reise die Strafe, ne? Und wie der Autor bereits sagte, es ist eine der leichteren Strafen. Ähnliche Beispiele einer solchen Milde trifft man übrigens in den Annalen der Inquisition zu selten an, als dass man sie dort, wo man sie findet, mit Stillschweigen übergehen könnte. Deswegen schweigen wir da nicht drüber, deswegen lesen wir darüber. Und deswegen werden wir uns auch nächstes Mal wieder treffen und im nächsten Teil des 12. Kapitels über die Geschichte der Inquisition im Mittelalter weitersprechen. Und ich kann nur sagen, das, was ich hier vorlese, sich anzuhören, ist eine Sache. Es selbst zu lesen, ist eine andere. Und sich dann mal wirklich vorzustellen, was diese Pilgerfahrten bedeuteten für die einzelne Person, das ist wieder eine andere Sache. Und dann erst bekommt man ein bisschen einen Einblick darin, was für eine Strafe das wirklich war. Und natürlich ist es eine Strafe, die von Menschen für Menschen aufgetragen wurde. Gott hat nie gesagt, wir müssen da und dahin pilgern. Für Gott gibt es auch keine Heiligtümer. Ja? Diese ganzen heiligen Orte, heilig zwischen Anführungszeichen natürlich, die man da besuchen musste, nach dem Motto hier der Sterbeweg ja von dem heiligen Jakobus, also das Grab des heiligen Jakobus, was man da in Santiago de Compostela findet, ne? Das angebliche Grab des Apostels Jakobus, oder auch andere Pilgerfahrten, die ja auch immer zu irgendwelchen, zwischen Anführungszeichen, heiligen Orten führen, sind keine Orte, die dem Gott der Bibel heilig sind. Sind Orte, die der Mensch heilig gemacht hat. Der Mensch, der einen anderen Menschen verurteilt, dorthin zu gehen und Buße zu tun für etwas, was, sage ich erstmal so frank und frei, in den Augen unseres Gottes überhaupt keine Strafe würdig ist, weil was die römisch-katholische Kirche als Ketzerei ansieht, wen die römisch-katholische Kirche als Ketzerei ansieht, die beschreibt die Bibel als die Heiligen und Märtyrer in Jesus Christus. Und um das besser zu verstehen, bleibt uns nichts anderes übrig, als regelmäßig unsere Bibel zu lesen. Und ich freue mich auf nächstes Mal, wenn wir zurückkommen zum dann 45. Teil der Inquisitionslesung und wir mit den Pilgerfahrten weitermachen, mit dem Urteil der Inquisition weitermachen, die verschiedenen Arten der Urteile. Pilgerfahrt war ja nur eins und dann noch eins der leichteren, bis man sich heute mal bedenkt und sieht, was zwischen Anführungszeichen leicht denn bitte schön sein soll. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, bitte lest eure Bibel. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hände. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere, das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den Ebenen. Vögel in den Bergen.
Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen, Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben, der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestiftet. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen, möge niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott, mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns Thank you.